Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Karl befreien. Was meint ihr? Und warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Junge. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Letzten Begegnung. Ich habe noch Beine.
Jawohl. Bitte schön, du kleiner Mistkerl. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich.